Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Leute und Freunde der Wahrheit. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche und wünsche euch auch einen schönen Dienstag heute. Wie geht es euch heute? Ich hoffe, es geht euch gut, das ist doch schön. Heute wollen wir einmal allgemein über zwei Themen reden. Und zwar zum einen ist es sehr interessant, dass es jetzt die Klausurtagung der CDU gab. Und da hat sich Kramp-Karrenbauer, die neue Vorsitzende der CDU und eventuell neue Kanzlerkandidatin, von einer guten Seite gezeigt. Also eine Sache, die aufgefallen ist unter Angela Merkel unter den Jahren, dass sie, ja, dass sie quasi, also das ist ein Riesenproblem. Und zwar, es gibt wirklich sehr fähige Leute in Deutschland, sehr fähige Leute in der Politik oder in der Wirtschaft. Aber sehr auffällig war, dass die richtig fähigen Leute, darunter würde ich auch sagen, ein Friedrich Merz, dass die unter der Regierung Merkel nicht zutage kamen, sondern sie hat gern Leute ausgesucht wie ein Peter Altmaier, der einfach getan hat, was sie sagte und der ihr sehr sympathisch war. Und der hat dann versucht, die Energiewende zu machen, die komplett missraten ist, die in England schon viel besser gelungen ist, die man sowieso kritisieren kann vom Grund auf, was ich machen würde. Aber selbst wenn, dann ist sie wirklich sehr missraten, hat so viel Geld verschlungen und Leute in die Pleite geschickt, weil die Kosten so immens sind. Also, sie hat einfach in ihren Ministerien oft die guten Leute, die hat sie weggeekelt, weil die eine Konkurrenz waren für sie. Das ist einfach sehr traurig. Ich will sie nicht ganz kritisieren, sie hat auch viele gute Dinge gemacht. Generell war sie nicht wirtschaftsfeindlich wie jetzt andere. Aber es ist schon auffällig, dass wirklich so gute Leute einfach weg mussten und mit Schaden dann fürs ganze Land. Und jetzt sehen wir einfach die Kramp-Karrenbauer. Und sie hat gestern etwas Positives gesagt. Und zwar ist sie bezüglich der Masseneinwanderung, ist sie da deutlich normaler jetzt auf der normalen CDU-Ebene, dass das einfach nicht so gut ist. Und es kann uns freuen, dass es geht also hier nicht weiter. Ich meine, wir haben jetzt schon mal ein Riesenproblem eingeladen hier, was so kaum lösbar ist. Wie gesagt, vor kurzem gab es einen Bericht auf Tagesschau, wo gesagt wurde, dass mal in den 90er Jahren sind mal 200.000 Leute eingewandert aus Fernost und wir haben heute riesige Clan-Probleme wegen den 200.000. Jetzt sind innerhalb kurzer Zeit 2 Millionen eingewandert und da werden wir in einigen Jahren 10-mal so große Clan-Probleme haben. Okay, also das Problem kommt noch, aber zumindest es soll sowas nicht nochmal passieren, okay. Ja, aber natürlich, wir werden unter ihr andere Probleme haben, weil sie auch nicht genügend Kompetenz hat für eine Kanzlerschaft, werden wir unter ihr andere große Kröten schlucken müssen und es geht wahrscheinlich in die Richtung, dass sie noch mehr eine Transferunion aus der EU macht. Also sie hat wohl nicht so sehr die Schwäche Richtung Immigration, wie Merkel sie hatte. Ihre Schwäche ist wahrscheinlich mehr auf dem Verständnis von Volkswirtschaft und Markt, dass sie da einfach das Verständnis fehlt und durch ihre große Liebe zu Frankreich wahrscheinlich da noch weitere Milliardentransfers in die Richtung gehen werden. Und eine zweite Sache, die meine Aufmerksamkeit gewonnen hat gestern, und zwar wurde groß verkündet vom Berlinale-Direktor Dieter Kosslick, dass der Dokumentarfilm, Zitat, Das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto, also ein Film über den Zweiten Weltkrieg, dass der von allen angeschaut werden kann und die müssen Eintritt zahlen, aber AfD-Mitglieder dürfen kostenlos in diesen Film, damit sie sich informieren. Also die Idee ist, ja, AfD-Mitglieder sind ja irgendwie so, haben eine Nähe zum Nazitum und deswegen sollen sie mal in den Film und sehen, wie schlimm das alles damals war. Also bei der Grundidee ist schon was falsch, weil AfD-Mitglieder gerne verunglimpft werden als Nazis. Und es gibt da vielleicht prozentual mehr, aber generell ist die Parteihaltung die der meisten einfach nur konservativ. Und zwar eine Konservativität, die die CDU vor 10 Jahren auch hatte. Und deswegen ist das, wie wir schon vorher besprochen haben, eine krasse Wortvermischung zwischen Nazi und ganz normale Bürger. Und dann ist es aber ganz lustig, dann wird natürlich unter dem Motto Friedensengel wird gesagt, oh, die bösen AfDler dürfen jetzt hierher kommen. Und übrigens, ich sage nicht, dass ich AfDler bin. Also ich bin sehr der CDU geneigt. Ich finde, alle Parteien haben was Gutes und ich finde auch die AfD hat was Gutes. Und deswegen finde ich diese Verunglimpfung total falsch. Also, und dann wird gesagt, ja, quasi diese rechten AfDler, die dürfen dann mal sehen, wie es wirklich war hier und wie friedlich unsere Filme sind und wie böse das damals war. Dann wurden sie eingeladen, dass sie kostenlos kommen, sind fast keine gekommen. Aber es sind ein paar, von der jungen AfD sind ein paar gekommen. Und was ist passiert? Es gab einige von der Antifa, Linksaktivisten, die haben sich vermummt, damit sie eben nicht strafverfolgt werden können und haben dann die AfD-Mitglieder verprügelt. Okay, also es ist halt eine starke Ironie der Geschichte. Ja, ich fand es einfach auch irgendwie lustig, dass man
verhöhnt quasi die Rechten, dass sie so gewalttätig wären. Und dann lädt man sie ein zu einem Film, um ihnen Frieden beizubringen. Und dann vor dem Film verprügelt man sie nochmal. Ja, das hat irgendwie auch einen gewissen Humor. Und es zeigt einfach, wie die reellen Verhältnisse sind und dass wir einfach ein riesiges Problem mit Linksaktivismus haben und dass sowieso die gesamte Gesellschaft und Politik extrem nach links gerutscht ist und das vielleicht momentan noch nicht so die großen Schäden hat. Deutschland steht noch gut da, aber langfristig definitiv dem Land extrem schaden wird. Und das so was Ähnliches hat England schon mal durchgemacht. Deswegen haben sie jetzt einen starken Rechtsruck erfahren. Sie haben ihre Wirtschaft mittlerweile, ihre Industrie hatten sie zwischendrin schon komplett abgebaut. Aber sie haben natürlich immer ein starkes Pferd. Dadurch, dass Englisch auf der ganzen Welt verbreitet ist, haben sie dann ein starkes Zugpferd mit ihren Banken und so weiter und können sich da irgendwie aus eigenem Kraft dann wieder am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Genau, so viel zur Lage am Dienstag. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr unabhängige Nachrichten wollt. Ansonsten einen wunderschönen Dienstag heute. Es wird ja immer mehr Frühling. Die Vögel fangen schon an zu zwitschern. Gestern war sehr viel Sonnenschein. Es wird langsam wärmer. Wir können uns auf ein tolles, warmes Jahr freuen. Und ich wünsche euch ganz viel Segen, ganz viel Freude, ganz viel Glück, Gesundheit, Erfolg in allem, was ihr tut. Und bis zum nächsten Mal.